Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen bei Olli Uncut und zu einem weiteren Video von mir. Nameless hat mir schon wieder mal was zugeschickt, wo ich mich sehr, sehr drüber freue. Und dieses Mediabook, um das es geht, ist wirklich was richtig extrem Schickes. Gefällt mir mega gut. Es ist wieder ein älterer Film, so wie bei meiner letzten Vorstellung von Heiße Katzen. Das hier ist der Liquidator mit Charles Bronson. Ja, Charles Bronson sagt den meist älteren Zuschauer natürlich etwas mehr wie den Jüngeren, aber Charles Bronson gehört auf jeden Fall in die Elite-Schauspielergruppe mit hinein, um die es damals ging, ja. Und das Artwork hier von diesem Mediabook gefällt mir mega gut, ja. Ihr werdet es jetzt gleich mal in der Ego-Perspektive sehen und ich bin total begeistert, wirklich. So, hier haben wir ihn, den Liquidator. Charles Bronson steht oben drauf in gelber Schrift und Liquidator in einer gelben Schrift. Und diese hat wieder dieses, was ich so cool finde. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das wieder geben kann. Diesen Glanzeffekt, aber etwas matter. Also Glanz, ja, nicht ganz glänzend, weil sich das hier noch abheben sollte. Diese Zielringe, ja, diese Zielringe sind auch in hochglänzend gehalten und das sieht wirklich mega aus. Ich erwähne es ja immer wieder in meinen Videos, dass mir dieser Matt-Glanzeffekt, ja, also hier matt und da wieder glänzend, dass mir das so super gut gefällt, ja. Und wenn man jetzt mal guckt, die stechend blauen Augen von Charles Bronson, das sieht wirklich fantastisch aus. Wieder in einem gezeichneten Cover, das sieht wirklich extrem geil aus. Gefällt mir mega gut, ja. Richtig klasse gemacht, gefällt mir sau gut. So, auf dem Spine steht hier auch wieder in dieser gelben Schrift der Liquidator. Und oben seht ihr Blu-ray und DVD. Und unten nochmal Nameless und die Artikelnummer. Und auf der Rückseite dann die Inhaltsangabe, um was es sich in diesem Film dreht. Und ein paar Szenenbilder. Und was ich ganz unten gelesen habe, jetzt muss ich gucken, wo steht es dann, enthalten sind zwei Fassungen, R-Rated, Uncut und Unrated. Beide Fassungen in Deutsch in HD. Hier dann nochmal die Ton- und Bildinformationen, die ihr euch mal durchlesen könnt, ja. Als Extras ist jetzt nur der Trailer vorhanden, aber das macht nichts. Und dass dieser Film von 84 ist. Also nicht mehr ganz so alt wie Heiße Katzen, der war ja von 67. Der hier ist von 84. Also das geht ja komplett klar. Also 84, die 80er Jahre, die haben sowieso tolle Filme, tolle Actionfilme gehabt, ja. Und hier seht ihr dann noch die FSK-Geschichte, ja. Also keine Abgabe an Kinder und Jugendliche. Jawohl, das ist genau mein Milieu. Super. Und hier dann nochmal ein paar Logos. Ja, genau. Hier seht ihr dann wieder Sample, weil mir dieses Mediabook wieder bereitgestellt wurde von Nameless, freundlicherweise zum Vorstellen auf meinem Kanal. Und die Limitierungsnummer 666, ja, also bei euch steht hier eine Zahl zwischen 1 und 666 dann. Die Limitierungszahlen werden ja hier immer mit einem, entweder handschriftlich oder mit diesem kleinen Nameless-typischen Hologramm-Aufkleberchens versehen, ja. Der Kämpfer für Gerechtigkeit, okay, da bin ich auch mal gespannt. Vielleicht habe ich den hier sogar damals noch gesehen, weiß ich nicht, kann sein, ja. Hier seht ihr dann, ja, das sieht richtig fantastisch aus, das ist die Blu-ray-Disc, die geht 87 Minuten lang mit einem tollen Artwork drauf, ja, also so stelle ich mir ein Artwork von der Disc vor, ja, mit geschrieben hier der Liquidator und dann hier ein toller Innendruck, ja, sieht super aus. Hier nochmal Charles Bronson, eine wahre Größe in der Hollywood-Welt auf jeden Fall, ja. Richtig cool. Und dann jede Menge Schrift- und Bildmaterial wieder, ja. Richtig geil. Der Mann, der ständig rot sieht, okay. Könnte auch ich sein. The Evil That Men Do, okay. Ich glaube, das ist der, vielleicht sogar der Originaltitel, weil der steht hier nämlich auch. Könnte sein, dass das der Originaltitel ist. Der Liquidator, wenn man vier umgebracht hat, macht einem der fünfte auch nichts mehr aus. Ja, wo er recht hat. Wo er recht hat, hat er recht, oder? Und sehr viel
Schriftmaterial wieder. So stelle ich mir auch ein Mediabook vor. Ja? Mediabook bedeutet ja ein Buch mit einem Medium drin. Und bei manchen ja, zu kurz geratenen oder zu dünn geratenen Mediabooks, da fragt man sich manchmal, warum nennt man das noch Mediabook. Aber hier ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite und hat richtig viel Lesematerial. Das ist richtig cool. Da kann man sich mal richtig schön belesen. Mache ich leider viel zu wenig, auch wenn ich Mediabooks sehr, sehr geil finde, ja. Die eigentlichen Stars von heute sind die Special-Effekte, ja, da hat er recht, das sind noch hausgemachte Effekte, ja. Und ja, das stimmt auf jeden Fall und das hat auch Charles Bronson selber gesagt, ja. Weil heute wird viel zu viel mit CGI gemacht, da freut man sich doch, wenn mal wieder was was selbstgemachtes kommt, ja. Auf jeden Fall richtig, richtig cool. Hier werden dann noch ein paar andere Filme von Charles Bronson aufgegriffen, ja. Und der hat ja echt viele Filme gemacht, ja. Richtig cool, richtig cool. Jede Menge Schrift und Bild. Also hier kann man echt mal viel blättern, ja. Das ist krass. Ich werde mir dieses Mediabook auf jeden Fall mal durchlesen und zwar komplett. Weil das, ich sehe es immer wieder, ich könnte jetzt mittendrin anfangen und da dann richtig, richtig coole, inhaltliche Sachen gegeben. Hier zum Beispiel Death Wish wird hier erwähnt und so weiter. Richtig geil, ja. Richtig cool. Charles Bronson. Hier dann nochmal die DVD. Also das ist ein 2-Disc-Mediabook und freut mich wirklich sehr. Ob es noch andere Artworks gibt oder Cover-Varianten, weiß ich leider nicht zu berichten. Ja, ich weiß jetzt von diesem hier. Ein 2-Disc-Mediabook mit einem sehr geilen Artwork. Also da würde ich auch gar kein anderes wollen, glaube ich. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also optisch auf jeden Fall mal absolut der Bringer. Gefällt mir mega. Ja, wie ich in meinem letzten Video auch schon sagte, in dem Video von Heiße Katzen, dass ältere Filme wurden von mir in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren sehr vernachlässigt, weil immer so viel Neues rauskommt. Und man da natürlich am Ball bleiben möchte. Aber wenn jetzt ein Label sich entscheidet, auch Klassiker mal wieder neu aufzulegen, dann sollte man die Chance ergreifen und sich dem Flair mal wieder stellen, ja, finde ich jetzt. Und das ist jetzt so ein Titel und auch Heiße Katzen, die ich auch noch nicht geguckt habe. Das sind jetzt so Titel, da werde ich mich dem auch stellen und zwar sehr gerne. Und werde natürlich von Anfang bis Ende dabei sitzen bleiben, dass ich mir ein Bild dessen mal geben kann, ja, auf jeden Fall. Besonders freue ich mich jetzt auf diesen hier, der Liquidator, ja. Handgemachte Effekte auf jeden Fall, no CGI und mit mehreren Fassungen an Bord, da ist man natürlich super bedient, finde ich richtig cool. Auch mehrere coole Schauspieler machen hier mit, die mir auch noch was sagen, ja. Also habe ich jetzt in der Zwischenzeit mal ganz kurz mal hier rumgeblättert und ein bisschen mich belesen. Und hier steht weltweit erstmals Uncut und Unrated in HD. Das ist natürlich eine Hausnummer, ja, finde ich richtig cool. Und auch optisch, ich meine, gefällt mir mordsgeil. Also kann ich euch hier nochmal zeigen, hier das mit dem Glanzeffekt, das sieht doch wirklich fantastisch aus. Gefällt mir mega und wird auf jeden Fall diese Woche noch gesichtet. Und genau, freue ich mich drauf. Müssen ja nicht immer die aktuellsten Titel jetzt direkt gesichtet. Ich meine, ich freue mich auf andere Titel auch. Jetzt am Donnerstag kommt Stephen King's S, das Remake. Ja, freue ich mich auch drauf, ja. Freue ich mich sogar mega drauf. Aber hier sowas Schickes in der Sammlung haben und dann, mal wieder hausgemacht alles. Effekte, bisschen älter, bisschen klassischer. 84 ist ja jetzt auch kein, auch nicht uralt oder so. Ja, die besten Filme sind in den 80er Jahren gemacht worden. Terminator und wie sie alle heißen. Ja, das sind ja alles, oder die Rocky, Rambo-Saga, alles Filme in dem Kaliber, ja, und das ist jetzt natürlich Charles Bronson, das ist natürlich auch ein Name, den weiß man zu schätzen, ja, wenn man auch älteren Jahrgangs ist, also ich bin jetzt auch schon, werde dieses Jahr auch schon 40, ja, Charles Bronson sagt mir auf jeden Fall natürlich auch was, meinem Sohn dann wahrscheinlich nicht mehr so, ja. Aber werde ich vielleicht auch mit ihm zusammen am Wochenende anschauen, mal schauen, vielleicht was er dazu sagt. Ja, aber er ist ja mehr der modernere Typ, wird ihm wahrscheinlich dann eher weniger zusagen. Mal schauen. So,
Leute, das war's mal wieder dazu. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt und ich kann die nicht gleich beantworten, werde ich mich aber schlau machen, um euch an Rede und Antwort zu stehen. Was den Film angeht oder andere Veröffentlichungen auf jeden Fall, ja. Und werde auch geloben, dass in der Zukunft meine Kommentare besser zu beantworten. Aber ihr seht ja, ich lese auf jeden Fall jeden Kommentar, jeder einzelne wird gelesen. Ich habe in der letzten Zeit ein bisschen mehr mit Daumen hoch, Dankeschön für deinen Kommentar und so weiter soll das dann heißen, aber so richtig zum Antworten komme ich manchmal gar nicht aus Zeitgründen, ja. Bei der Arbeit habe ich sowieso Handyverbot leider, ja, also ich habe da wirklich 9 Stunden lang absolut, da ist WLAN gibt es ja da sowieso nicht oder Internet oder so, von dem her ist es nicht ganz so schlimm. Und dann am Abend dann nochmal da groß kommentieren und so, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also verzeiht mir, dass es manchmal dann ein paar Tage dauert, aber ich werde auf jeden Fall am Ball bleiben, jeden Kommentar lesen und auch in Zukunft versuchen, auf jeden Kommentar auch eine rechtmäßige Antwort zu geben, ja, zufriedenstellende Antwort zu geben, genau. Okay, dann würde ich sagen, war es das mal wieder von mir und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, euer Olli Uncut. Ciao.